So, meine lieben Freunde, lasst es geschehen, YouTube Herz. Willkommen. Heute zeige ich euch, wie man den Blueprint für die Fingerwaffe kriegt. Ja, ihr habt richtig gehört, so ein Finger als Waffe. Und Spoilerwarnung, ab jetzt. Wir brauchen eine Mission in der Story, um auf den VNC-Turm zu kommen, des Daches. Und von diesem Dach aus, hopp, und das machen wir am besten bei Nacht, können wir hier vorne zum VNC-Turm und wir müssen hier rüberfliegen zu diesem Turm, der mit diesem Fallschirm dran ist. Und das machen wir jetzt. Dort müssen wir ein paar Kabel verbinden, die manchmal randommäßig zum Tod führen. Ich hoffe, dass es dieses Mal nicht passiert, weil es jetzt schon irgendwie das dritte Mal passiert, dass wir random sterben. Und zwar hebt man hier vorne den Kabel auf. Wir müssen den natürlich ab und wieder anschließen, weil wir das schon mal gemacht haben. Und sobald wir rechts die Kabelleiste haben, müssen wir einfach nur hier runterspringen am Haus. Hier reinjumpen, dann wieder raus und nochmal reinjumpen. Hier verbinden wir dann die Kabel. Am besten nachts machen, weil dann ist dieses Haus hier nicht voll mit Zombies. So, dann gehen wir hier gegenüber nämlich hin. Kabel natürlich wieder anschließen. Dann haben wir die Meteranzeige und müssen hier seitlich hopp, ins nächste Haus jumpen. Dann nochmal runter. Auch wieder ein bisschen seitlich ins nächste Haus jumpen. Hier müssen wir das hier vorne anschließen. Zack. Dann gegenüber müssen wir dann zum Kabel. Natürlich anschließen. Dann haben wir die Meteranzahl. Müssen hier zum ersten Brett. Und dafür brauchen wir natürlich den Enterhaken hier. Da enterhaken wir uns fest, aber vorsichtig beim Schwingen. Es kann sein, dass man, wenn man zu schnell loslässt, einfach stirbt. Weil das Spiel denkt, ja, man hängt gar nicht in der Luft, sondern ist von ganz, ganz weit oben runtergefallen und stirbt. So. Deswegen einmal auspendeln lassen, ein bisschen, damit man wieder locker ist. Dann gehen wir hier rum um die Ecke. Stecken hier den Kabel ein. Dann leuchtet das hier. Oh, oh, kann man das nur einmal im Spiel machen? Ach du Kacke. Weil normalerweise kann man hier in diesen Developer Room rein. Oh, oh, sag jetzt nicht, das geht nicht mehr. Aber wenn man die Kabel hier irgendwie verbunden hat, dann kann man hier das öffnen. Ach okay, wir können das schon öffnen. Um Gottes Willen. Weil hier leuchtet dann nachher eine Schaltfläche. Da steckt ihr dann dieses Teil rein, was ihr immer bei euch habt. Dann könnt ihr hier diese Tür aufmachen. Und dann ganz wichtig, dann kann man hier nämlich in den Raum rein. Alter, ich habe gerade schon gedacht, ich kann hier nicht mehr rein und euch das zeigen. So, hier müssen wir aufpassen. Hier kommt am Anfang immer ein Gegner. Der ist aber jetzt nicht mehr da, weil wir den schon getötet haben. Ihr geht dann einfach durch diese Tür. Geht hier nach rechts. Dann geht ihr nach links. Dann geht ihr wieder nach rechts in diesen Raum. Und dann setzt ihr euch hier auf das Bett. Und jetzt heißt es einfach nur warten. Dass hier Teddys spawnen. Hier spawnen jetzt richtig viele Teddys. Terminator-mäßig. Wir müssen einfach nur warten. Das dauert ein bisschen. Sheesh. Also hier werden jetzt im Raum ganz viele Teddys spawnen irgendwann und dann ändert sich dieses Techland-Bild. Und da kommt ja nochmal ein Blitz und dann kommt der Blueprint auch dafür. Was ich mich immer frage ist, wie kommt man auf sowas? Oh Mann. Spawning into the room. So, jetzt muss das gleich da in der Mitte des Bildes sich ändern. Dauert ein bisschen. Ja. Dauert noch ein bisschen. Bisschen Geduld. Und da kommt's. Oh mein Gott, es kommt, Leute. So, nachdem das da ist, können wir aufstehen. Schwupp.
So, dann greift ihr euch der linke Finger von Glover. Geil. Den kann man sogar nochmal upgraden. Dann werden wir in die Fertigung gehen und dort werden wir den einmal herstellen. Das ist der linke Finger von Glover. Dann gehen wir ins Inventar und ich glaube, der wird hier benutzt. Ja, der wird hier benutzt. Dann rüsten wir den mal aus. So, dann werden wir mal hier rausgehen und nach unten fliegen. Oder haben wir hier irgendwo noch einen Gegner? Haben wir nicht. Das heißt, wir fliegen nach unten. So. Und hier schießen wir dann. Einmal mit dem Finger. Und das sieht dann so aus. Okay, das sieht dann so aus. Danke fürs Zusehen, YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und tschüss.